Hallo Leute, heute hier ein Elektrotraining in 5 Minuten. Ja, der Traum vom Elektroauto. Ja, sieht gar nicht so gut aus. Ihr wisst ja, es ist in den letzten Tagen mit der Aktienkurs, gerade die amerikanischen Werte, massiv zusammengebrochen. Und ja, da gucken wir uns mal an, wie es jetzt hier bei uns steht. Wir haben ja wieder 450 Euro hier im September investiert. Heute ist der 14.09.2020 und naja, wie sieht es jetzt hier aus? Also starten wir mal mit dem ersten Posten hier. Machen wir mal ein bisschen größer. Wirecard. Ja, Wirecard. Ja, ich will ja gar nichts sagen, wer so Wirecard. Das ist ein Trauerspiel. Gut, dass ich jetzt zu spät gekauft habe. Und ja, also wie schon gesagt, hier minus 99,03%. Also, ja, was geht eigentlich noch mehr? 100% gehen noch mehr. Also, auf dem hier, ja, ist wirklich absolut wieder super klasse. Also, Wirecard, absoluter Favorit, aber ich habe nur ein Stück von dem her. Was soll's? Gut, dann das nächste, Lufthansa, habe ich 14 Stück. Und ja, der ganze Kaufwert sozusagen. Ja, was sind wir? Also hier Kaufwert, ich habe für 118 gekauft und aktuell sind sie 123,89 sind sie wert. Also das ist trotz alledem ein schönes Plus von 4%. 4,5% ist eine schöne Sache. Dann, ja, Dutch. Shell, also Shell, ja, ich weiß auch nicht, was mit Shell los ist. Vielleicht wisst ihr, kommentiert es einfach mal. Also Shell, großer Favorit, große Dividende, hat er meistens Dividenden raus ohne Ende. Also zumindest in der Vergangenheit, jetzt ist es ein bisschen schlechter. Und ja, wie sieht es hier aus? Also 246 hingekauft worden, 210 aktueller Wert, also Differenz von minus 14,6%. Nicht gerade so absolut toll, aber naja. Anyway, dafür ist Starbucks hier wieder umso besser, plus 19, plus 8% hier. Steigerung, ja, 246 eingekauft, 266 hoch. Dann, wie schaut es aus mit Apple? Apple, klassischer Favorit, also ich weiß nicht. Die verkaufen sich einfach die ganzen Telefone und iPads und was es alles sonst noch mit i gibt. Ja, sattes Plus hier mit 17,3%, 17,7%. Dann Procter & Gamble, hier auch plus 7,6%, also sehr gut. Johnson & Johnson, ein bisschen niedergegangen mit 2,5%. Von 245 auf 239, aber naja. SAP, ja, die Digitalisierung Deutschlands, wie man so schön sagt, ziemlich konstant geblieben hier, so plus 2%. Naja, ist nichts, also wie Johnson & Johnson, ein bisschen so plus minus 2-3% hier sind jetzt hier nicht weltbewegend. 3M plus 4,9, 6%. Ja, McDonald's 10%. Ich habe immer gesagt, Leute, Hamburger kauft einfach jeder und deswegen kann man hier auch immer wieder schön Gewinne machen. Also eine feine Sache. Und Tesla, Leute, Tesla, guckt euch an, obwohl die jetzt hier irgendwo so gerade mal so eingestürzt sind. Plus 31%, also Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen, Hammer. Was haben wir hier? Aktueller Wert, gekauft für 72 Euro. Ja, jetzt sind sie 95 wert. Gut, klingt ist jetzt nicht so dermaßen viel. Nur 22,9 1 Euro mehr, aber trotz alledem 31%. Die Zahl sieht einfach geil aus, sage ich ganz ehrlich. Und dann zum Abschluss Amazon hier. Plus 8,2%, das ist eine feine Sache. Ja, jetzt natürlich die große Frage, wo stehen wir im Ganzen? Und dann müssen wir mal ein bisschen rauf tun hier wieder, ohne es sieht im Ganzen so aus. Wir haben einen Kaufwert von 2.202,65 Euro und Depotwert 2.226. Also wir sind hier plus 22,25 Euro im Plus, das macht 1% aus. Und ja, das muss ich ehrlich sagen, 1% auf. Wie viel sind es jetzt? 4 Monate, ich glaube, erst der Mai haben wir angefangen. 4 Monate ist schon echt brutal. Also wenn ich es aufs Jahr berechne, sind es auch wieder 7%, oder ne?
Was sind es? 3 Monate, 4 Monate, mal 3. Ja, sind es 3%? Naja, immer nicht schlecht. Aber wie schon gesagt, man hat halt so einen absoluten Killer drin wie Wirecard. Der zieht halt mit richtigen Huni runter. Also stellen wir uns vor, Wirecard wäre jetzt normal, dann wäre ich hier schon 100 da drüber. Das wäre echt eine schöne Sache. Aber mein Gott, Wirecard ist halt so eine Leiche im Keller, die man hier so mitziehen muss. Da kann man eigentlich nichts dagegen machen. Mei, ist halt mal so. Was soll ich da noch sagen? So, dann natürlich noch, wir sind wieder Ertragsgutschriften gekommen, auch Dividenden. Also hier, wenn man mal zurückgeht, hier 14.8. haben wir Ertragsgutschrift bekommen von ja, Apple 0,33. Dann hier haben wir Procter & Gamble bekommen. Dann hier 0,76 von Starbucks, also im Ganzen, wenn man das ein bisschen so sagt, ja, das sind ja auch schon, ja, 1 Euro, naja, 1,50 so rum, 1,70, auf jeden Fall eine schöne Sache hier, dann ist wieder gekauft worden hier und dann irgendwie wieder der Ertragsgutschrift von Johnson & Johnson 1 Euro und ja, das ist schon eine coole Sache, also das ist so ein kleines passives Einkommen, so Dividenden-Style-mäßig hier einfach so mal wieder ein bisschen Geld. 1 Euro da, 1 Euro da, das läppert sich auch schon. Und der eine oder andere sagt, ja, bald kann ich mein Netflix-Abo damit zahlen. Ja, das soll natürlich nicht der Sinn sein. Ich möchte natürlich wieder entsprechend reinvestieren. Also sprich, die Dividenden natürlich wieder, ihr könnt es euch schon verstehen, wieder einfach in Aktien umwandeln. Und ja, in diesem Sinne, ihr seht, so sieht die ganze Geschichte aus. Momentan recht unspektakulär, trotz des Krisen. Ich sage mal, Crash will ich jetzt nicht sagen, aber Kurseinbruchs. Und ja, jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, wenn euch dieses Video wieder gefallen hat, dann oben abonnieren, Leute, abonniert, damit ihr hier elektrotechnische Videos seht. Also, und dann geht es natürlich mit weiteren Videos, geht es überall hier links und rechts und ihr wisst immer, wo geht es natürlich weiter. Also in diesem Sinne, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss!